Heute mal wieder ein Movie von mir. Falls euch meine Movies gefallen, gern ein Abo da lassen, ein Like sowieso. Und wer genau wissen will, wann ich online komme, soll die Glocke noch betätigen. So, also wir gucken mal nach dem Wetter. Es sieht schrecklich aus. Also es ist bewölkt, ihr seht es hier. Es hat die ganze Nacht geregnet. Es ist noch alles feucht. Also es war absolut monsunartiger Regen. Es hat geblitzt, es hat gedonnert. Und ich habe mich nicht mehr eingekriegt vor Husten. So. Ich habe so viel gehustet, also mich hat es wahrscheinlich voll ermittelt. Mal schnell Frühstück machen nebenbei. Und ich habe dann nachts, ich habe nicht oft gehört mit Husten, ich konnte irgendwie nicht richtig schlafen, so ein komischer Halbschlaf, ihr kennt das, Gliederschmerzen. Dann habe ich mir ein T-Shirt angezogen und dann ging es mit der Husterei. Aber jetzt ist Otto Mops Fidel, der hat das ja vorige Woche gehabt. Und ich habe jetzt meine Frau angerufen und habe gesagt, wir kommen jetzt rüber 2 Tage. Ich muss mich erholen und brauche ein bisschen Ruhe. Also wir müssen auf jeden Fall nächste Woche wieder hier sein. Am Dienstag ist ja... ich kann hier gar nicht mehr richtig denken. Für den Loma ran, da muss ich das T-Shirt und alles holen. Also haben wir heute Abend und dann 4 Tage, wo ich mich erholen kann, ausruhen kann, und dann werden wir mal sehen. Ich werde jetzt hier noch ein paar Arbeiten machen, werde jetzt noch mal Frühstück machen und dann melde ich mich noch mal. Also bis gleich. So, nicht zu vergessen, es sind 28 Grad, boah, ich habe auf dem Moped gefroren, ihr seht, ich habe extra was Dickes angezogen, also was Dickeres, aber hat auch nicht geholfen. Ich habe mir jetzt ein riesen Frühstück gemacht, 2 Rühreier und 2 Spiegeleier, die werde ich mir jetzt reinhelfen. Der Rücken drückt auch immer mal, aber ich will nicht klagen, nicht, dass es wieder heißt, er klagt und heult rum, es ist so, wie es ist, und ich freue mich eigentlich auf den Tag. Auf heute Nachmittag, sagen wir so. Ansonsten, ja, werden die nächsten paar Tage Movies nicht so richtig kommen. Ihr wisst, oh Mann, ich werde mich erholen und dann sind wir Montag wieder voll fit und dann geht's los. Also, ich würde sagen, ich esse erstmal und dann melde ich mich nochmal. So, wir haben, also ich habe gerade die Kommentare durchgelesen. Es ist ja so, ich weiß gar nicht, welche richtig immer ankommen, welche nicht, weil gewisse Wortsätze werden ja gar nicht durchgestellt zu mir. Und ja, ansonsten muss ich euch ehrlich mal sagen, bin ich etwas verwundert. Wenn ich extra gucke, also es geht eigentlich immer nur um Pattaya Thai und Pattaya Klang. Die 2 Straßen habe ich schon immer verwechselt, ist ja nicht so wild für mich. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich bin für mich perfekt. Mach zwar ab und zu mal nicht alles richtig, aber ich bin perfekt. Und wenn ich da ab und zu mal die Straßen verwechsle und versuche, wirklich... das dann richtig zu machen, dann verstehe ich echt nicht, dass trotzdem wieder Leute reinschreiben, dass ich wieder die verkehrte Straße gesagt habe. Ich weiß genau, also einer hat geschrieben, schön, dass du mal weißt, in welcher Straße du bist, und der nächste schreibt, du bist wieder der verkehrte Straße. Das kann nicht sein. Also, die Leute, die mich hier ein bisschen dumm machen wollen, lasst es einfach. Ich werde trotzdem immer weitermachen. Auch wenn ich meinen Versprecher drin habe, wie gesagt, ich bin perfekt. Ich mache zwar nicht alles richtig, aber ich bin perfekt. Und dann nochmal so eine Sache, was hier reinkommt. Verzeihen Sie meinen Kommentar, aber Otto braucht einen Logopäden.
mit 5 Jahren, der Junge wächst dreisprachig auf und kann perfekt reden. Also ich würde sagen, nimm mir den Kommentar oder nimm mir das nicht übel, was ich jetzt sage, aber du brauchst einen Psychologen. Ansonsten nochmal zum Tauschkurs. Der Tauschkurs ist heute 37,9. Na, so muss es machen. Also, noch einmal so ein Satz und das war's. Ich lasse mich von euch nicht für dumm verkaufen. Ich bin ein ganz lieber, netter Mensch und mache meine Movies aus gewissen Gründen. Und wenn es nicht gefällt, weiterklicken. Weiterklicken, weiterklicken. Und nicht, also dumm ist der, der seine Zeit noch verschwendet, wenn ihm was nicht gefällt, das noch zu bekunden. Das ist unsinnige Zeit, verschwendete Zeit, Müllzeit. Also, ich würde sagen, benehmt euch und jetzt kommt Werbung. Ist er wieder. Also ich bin ja der Meinung, ich habe die Hundsgemeine mordsgefährlich todeskommende oder todesbringende Krankheit, Angina, und bin jetzt am Backen. Also ich habe schon mal hier alles sauber gemacht. Wir machen ja immer alles sauber, machen immer alles schick. Wir müssen natürlich auch einiges mitnehmen, wie die Bettwäsche. Und sein iPad darf ich nicht vergessen. Handtücher, ganze Wäsche für Otto. Und ja, es ist ganz schön anstrengend. Aber wollen wir nicht weiter rumnölen. Es muss gemacht werden. Ich muss dann noch ein paar Mal ins Auto runter. Wir haben es 9.30 Uhr. Allerdings fällt mir das alles ganz schön schwer. Der Quanto muss auch mit, dass ich auch ja nichts vergesse. Ab und zu muss ich mich mal hinsetzen, weil es echt ganz schön anstrengend ist. Es ist so, es wird, glaube ich, noch schlimmer. Ich glaube, wir sind am dritten Tag kommen, also wird es morgen wahrscheinlich ganz schön wild, aber morgen habe ich ja Verpflegung. Das heißt, man wird mich schon bemutteln, was wir Männer natürlich so brauchen, ne? Ist klar, da freue ich mich schon drauf. Vielleicht ist auch ein bisschen Knickknack mit drin. Und ja, wir werden einfach sehen und wir werden die Kamera immer mal wieder rausholen. Allerdings, wenn ihr den Film seht, sind wir schon in Bangkok. Also muss ich ihn vorher hochladen. Ja, mein Eichhörnchen wieder. Ist ja eine ganze Familie. Wir wollen uns mal hier was bauen, damit wir die füttern können. Also, weil die haben ja hier im Prinzip, kommen sie nicht hoch zu uns. Also hier oben, aber das wird wahrscheinlich nichts. Weil ich sehe schon, dass sie immer mal Hunger haben, weil die nagen immer an dem Ding hier rum. Es sind ja 4 Stück eigentlich, wo sie sind. Da war es schon wieder weg. Also, ich werde mal weiterpacken. Ich werde mich immer mal ausruhen. Ihr wisst, wie das ist mit der hundsgemeinen, todesbringenden Angina. Boah, sogar der Arm tut beim Halten des Telefons weh. Also, in dem Sinne. Bis nach der Werbung. Hier ist er nochmal. Ich habe es schon mal das erste runtergebracht. Bin ich durchgeschwitzt. Jetzt werden wir was zu essen holen. Bad Baku am Geil. 50 Bad, billiger kriege ich es nirgendwo. Und dann werden wir nochmal runterbringen und dann werden wir losfahren. Allerdings werde ich so machen. Vor Schluss war, werde ich das Movie hochladen, weil wir werden dann nicht nochmal dazu kommen. 3:30 hat Schluss, 4:30, 5:30 dort. Ja, ich glaube, ich lege mich dann hin. Ich werde ein bisschen Vitamine und bis ich was nehme, wenn wir immer Morange essen. Mango und ja.
dann wird der Tag vorbei sein. Ich merke richtig, wie es kommt, jede Einstellung schwitzt. Ist jetzt nicht schlimm, ich will mich nicht aufregen. Nicht, dass es heißt, ich heule rum. Aber ja, ist eben so, wie es ist. Wir fahren von Germany. Und die andere Mutti kocht, die sind immer sehr, sehr lieb hier. Die mögen Otto auch richtig. Und ja. Ich würde sagen, ja, irgendwas kommt jetzt, Werbung oder sonstiges. Also, ich schätze mal, bis zu Hause zum Essen. Ich würde sagen, wir haben es gerade nach Hause geschafft. Es sieht schon wieder nach Regen aus. Es hat schon angefangen mit Tröppeln. Also kann ich nur eins sagen, nichts wie weg hier. Ich werde es erstmal essen. Guckt euch mal die riesen Portionen an. Ich habe schon mal geschnappelt hier. Aber es gibt nichts Besseres. Für 50 Spatt ist es Wahnsinn. Da wäre ich satt und alles wird schön. Da werde ich mich noch ein bisschen ausruhen und spätestens um 1, halb 2 werden wir in die Schule fahren. Also ich weiß es noch nicht genau, ob ich Otto ein bisschen eher vielleicht abhole. Ja, jetzt fängt es an zu nieseln. Naja, das haben wir dann wieder mal perfekt hingekriegt. Scheinbar wird es also bleiben. Sieht man's. In dem Sinne, hochladen und dann geht's los. Wird zwar eine wilde Nacht. Also ist mir jetzt egal, was er denkt. Ja, ich meine, beiderseitig. Natürlich freue ich mich, dass wir wieder mal zusammen in einem Bett schlafen. Ich und meine Liebe. Und ja, so nach dem Knickknack schön noch einen heißen Tee und dann eingeschlafen. Das wäre das Allerbeste. Das werden wir heute mal probieren und ich werde euch morgen mal berichten, ob das so geklappt hat. Und wir müssen natürlich immer ein bisschen jonglieren mit Otto. Also, in dem Sinne, ja, müssen wir mal gucken, was gleich kommt. Hier ist er wieder. Die letzten Aufnahmen für heute. Es ist doch noch schönes Wetter geworden. Schaut mal rum. Und ja, soweit alles fertig. Hier wird ja alles abgehangen und alles weggestellt. Der Computer bleibt noch, bis ich hochlade. Aber die Geräte gehen mit. Fernbedienung noch weg. Und dann warten sie schon auf uns. Sie freuen sich alle. Ich muss mal sehen, die Fahrt wird nicht unbedingt sehr schick, ich weiß es. Aber ich gehe mal auf Kick Online, sodass wir ein bisschen Abwechslung haben. Ich gehe eigentlich immer davon aus, dass Otto ins Auto einsteigt und einschläft. So, ich werde hier noch ein bisschen sauber machen, ein bisschen putzen und dann geht's los. Ich hoffe, wir sehen uns morgen und ja, ich wünsche mir mal selber gute Besserung. In dem Sinne, bleibt mir gesund, bleibt treu, guckt zahlreich und bis zum Schluss. Ansonsten wünsche ich euch viel, viel Gesundheit, nicht so viel Pech wie ich wie jetzt die letzten paar Tage. Wie gesagt, ich weiß nicht, woher es kommt, ob von Otto oder vom 7-Eleven. Aber ist jetzt so, wie es ist und Montag geht alles wieder von neu los. Also, bis die Tage, bye bye. Hallo Leute, das neue Video geht da. Oder zum Abonnieren da. Ja. Und das andere Movie da. Ja. Oder was da. Oder was da. Oder da. Oder da. Ja, irgendwo da ist es. Oder neues da. Movie. Oder da. Bitte auf Abo drücken und...
alle glücklich werden. Yeah. Und nicht vergessen, Abo. Abo. Abonnieren. Naja, irgendwo. Abo.